Frau Privatdozentin Riem, wir sind hier beim AGO State of the Art Meeting 2020 in Frankfurt und würden mit Ihnen gerne kurz über Brustkrebsrisiko und Prävention sprechen. Gab es da irgendwelche Neuigkeiten? Neuigkeiten, die wir hier oder die ich, Herr Professor Fasching und ich, die dieses Kapitel dieses Jahr vertreten haben, vorstellen werden, gibt es im Prinzip drei Themen, die uns bewegt haben. Das eine ist, dass Gendiagnostik zunehmend in Anspruch genommen wird. Wichtig ist uns aber hier, dass insbesondere im Hinblick auf die Prävention, aber auch auf die Therapie natürlich, der Nutzen dieser genetischen Diagnostik belegt ist. Dazu gibt es mitzuteilen, dass in den deutschen Strukturen, also dem Deutschen Konsortium familiärer Brust- und Eierstockkrebs, das aus 21 universitären Zentren besteht, ein vom Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Register etabliert werden kann. Dieses Register ist ein Paradigma für wissengenerierende Versorgung. Es ist vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Und es wird sozusagen die Wissenslücke schließen, die durch die neue Gendiagnostik insofern hervorgerufen wird, als dass wir die klinischen Konsequenzen eben zum Teil noch nicht kennen und ableiten können und eben den betroffenen Frauen damit auch nicht zur Verfügung stellen können. Also wir haben ein neues Gen. Die Frage ist, wie viele der Genträgerinnen, der Mutationsträgerinnen werden erkranken? Wie wird sich die Erkrankung ausprägen? Gibt es effiziente Früherkennungsmaßnahmen? Gibt es effiziente therapeutische Maßnahmen? Und das wird in dem Register, das sich auf vor allen Dingen die Evidenz von präventiven Maßnahmen, also der intensivierten Früherkennung und risikoreduzierenden Operationen beziehen wird, dort aufgenommen werden und dann hinterher für den sozusagen klinischen Gebrauch zur Verfügung stehen. Das Zweite, was uns beschäftigt hat, sind Daten zum Überleben nach der bilateralen prophylaktischen Entfernung von gesundem Brustdrüsengewebe. Das ist ja eine Maßnahme, die den Trägerinnen von Hochrisikomutationen oder Mutationen in Hochrisikogenen als eine präventive Maßnahme neben der intensivierten Früherkennung, neben der prophylaktischen Entfernung der Eierstöcke und Eileiter zur Verfügung steht. Nicht zu vergessen natürlich auch die Option, dass man zum Beispiel unmittelbar nach der Mitteilung eines Genbefundes auch erst einmal gar keine dieser Optionen in Anspruch nimmt, sondern abwartend sich verhält und schaut, was für einen selber wohl die richtige Lösung sein kann. Bislang gab es Daten dazu, dass die Sterblichkeit gesenkt werden kann für die BRCA-Mutationsträgerinnen, die sich einer solchen prophylaktischen Operation unterziehen, nur für die prophylaktische Entfernung der Eierstöcke und Eileiter und nicht für die Entfernung des gesunden Brustdrüsengewebes bei gesunden BRCA1 und 2-Mutationsträgerinnen. Diese Daten stehen nun aber aus einer prospektiv beobachteten Kohorte zur Verfügung und zeigen im Vergleich zwischen der Operation und der Inanspruchnahme der intensivierten Früherkennung, dass für BRCA1-Mutationsträgerinnen ein Überlebensvorteil gegeben ist, wenn man beidseits das gesunde Brustdrüsengewebe entfernt. Für BRCA2-Mutationsträgerinnen konnte das in dieser Form nicht gezeigt werden. Die dritte Information, die neu ist oder wo sich Daten jetzt eine Informationssituation verstärken, bezieht sich auf die prophylaktische Entfernung der Eierstöcke und Eileiter. In den ersten Untersuchungen, die im Jahre 2006 und 2010 dazu gemacht worden sind, ob die prophylaktische Entfernung der Eierstöcke und Eileiter bei BRCA1 und 2 Mutationsträgern das Brustkrebsrisiko senkt, gab es Hinweise darauf, dass das so sein sollte. Nun gab es schon zwei erste Analysen, die einen Zweifel daran aufkommen ließen, dass diese Risikoreduktion für Brustkrebs durch den Eingriff an den Eierstöcken und Eileitern
gegeben ist. Und eine dritte Untersuchung in auch einer prospektiven Kohorte zeigt nun, dass die Risikoreduktion an Brustkrebs zu erkranken nach der Entfernung der Eierstöcke und Eileiter in der Form nicht belegt werden kann. Für BRCA1-Mutationsträgerinnen definitiv nicht. Für BRCA2-Mutationsträgerinnen mag es 5 Jahre nach dem Eingriff und länger einen marginalen Effekt haben. Hier kann man sicherlich noch weitere Daten abwarten, aber für die Beratungssituation spielt es schon eine Rolle, dass man die Frauen, die sich mit einem solchen Eingriff tragen, mit der Idee, diesen Eingriff durchführen zu lassen, weil wir ja keine Früherkennungsmaßnahmen für Eierstockkrebs haben, bleibt ja da im Prinzip für Frauen, die eine Risikoreduktion wünschen, dieser Eingriff nur übrig, aber dass es eben im Wesentlichen keinen Einfluss auf das Brustkrebsrisiko hat. Das heißt, ich verstehe, dass immer besser vorhergesagt werden kann, bei welcher Mutation welche Maßnahme überhaupt sinnvoll ist, wie hoch ungefähr der Nutzen ist. Das heißt, das kann mit der Patientin besprochen werden. Sollte die Patientin auf jeden Fall in ein Zentrum des Konsortiums gehen oder gibt es auch andere Beratungsstellen, die über risikoreduzierende Maßnahmen informieren kann? Wir sprachen ja gerade ganz konkret bei den risikoreduzierenden Operationen über Daten zu BRCA1 und 2 Mutationsträgerinnen. Dazu muss man wissen, dass wenn eine erbliche Belastung in der Familie vorliegt, das finden wir über die Erhebung der Familiengeschichte in Bezug auf Krebserkrankungen heraus, dass wir in einem Viertel dieser Familien dann eine solche Mutation finden in BRCA1 oder 2. Und mittlerweile kennt man andere Gene, die auch untersucht werden, die aber sehr viel seltener in diesen Familien verändert vorliegen. Und da kommen wir jetzt zu dem Eingangsstatement wieder zurück, dass es dieses Register gibt, das vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Und dieses Register ist dazu da, diese selteneren Genveränderungen aufzunehmen im Hinblick auf, wer ist in der Familie als Mutationsträger, wer ist erkrankt, wann ist die Erkrankung aufgetreten und dann auch im Hinblick auf Risiko adjustierte präventive Maßnahmen herauszufinden, hilft denn diesen Menschen genau diese Maßnahme? Was man verhindern sollte, ist gerade im Bereich der Prävention, dass die Maßnahmen den Menschen schaden. Ja, und wir wissen von diesen neuen Genen in Bezug auf die Fragen, die ich eben aufgeworfen habe, eben noch sehr wenig. Und daher ist die Datensammlung enorm wichtig, um genau diese Aussagen in der Beratung dann treffen zu können. An dieses Register sind die Konsortialzentren angebunden, die 21 Zentren des Deutschen Konsortiums. Aber mittlerweile gibt es ja über 200 kooperierende Zentren in den Regionen und dort werden die Frauen, die am Brustkrebs erkrankt sind, behandelt und beraten und auch betreut und können auch dort Informationen in Anspruch nehmen. Aber gerade wenn es um die seltener veränderten Gene geht, ist eine Spezialisierung wichtig, um den Frauen angepasste Maßnahmen anbieten zu können, die unter denen sie dann möglicherweise eben auswählen können. Mit Zulassung der PARP-Inhibitoren werden ja jetzt sehr viel mehr Frauen wahrscheinlich und hoffentlich auf eine BRCA-Mutation getestet werden, weil es jetzt therapierelevant ist und ja auch gar nicht alle Mutationsträgerinnen eine Familienanamnese haben. Fließen diese Daten auch alle ins Register ein, sprich alle Daten, die jetzt in Deutschland erhoben werden? Sie können ja in das Register nur einfließen, wenn Sie einen Kontakt, also in dieses Hereditär-Register, nur einfließen, wenn Sie Kontakt zu den Zentren haben, die an dieses Register angeschlossen sind. Ja, und dann fließen diese Daten auch ein, denn das sind auch sehr wichtige Daten, ja, die wir dadurch generieren können, dass zum Beispiel für die Zulassung beim metastasierten Mammakarzinom auch Testungen bei Frauen durchgeführt werden, selbstverständlich die Einschlusskriterien, die bisher qualifizierten für so eine genetische Testung, nicht erfüllt sind.
Also große Hoffnung in das Register. Mhm. Und ich glaube, wir können alle nur lernen von sogenannten Real-World-Data und Evidenz und was es alles für Begriffe gibt. Die wissengenerierende Forschung oder Versorgung ist viel wert. Und wir freuen uns, dass es da jetzt einen tollen Ansatz gibt, der auch gefördert wird, und sind gespannt auf weitere Ergebnisse und Erkenntnisse. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.